Hallo und schönen guten Tag. Ich habe hier mal die D2-Platte liegen mit meinem Axtkopfentwurf. Das ist jetzt nur der Kopf. Was rot ist, gibt Schneider. Und hier werden drei Löcher gebohrt für M6er Imbusschrauben. Der Axtkopf wird einen auswechselbaren Stiel oder Griff enthalten, der hier aufgeschoben wird und mit drei Schrauben verschraubt. Der Axtkopf wird etwa, der Stiel wird etwa diese Form haben. Hier etwas eingefräst. Und hier unten der Griff mit Mikata, einfach hier oben, hier unten Mikata drauf und wird verstiftet werden. Jo, was ihr hier seht, das sind Einfräsungen, um Gewicht zu sparen. Dieses Stück hier wird dann viereckig sein mit einem ungefähr 4 mm Radius an den Kanten. Hier oben das Teil wird abgerundet und von der Seite sieht es dann so aus. Und hier gehen die einzelnen Bohrungen durch. Der Axtkopf wird dann hier eingeschoben und hier verschraubt. Jo Leute, das wäre mal so meine Vorstellung. Unten kommt Canvas Mercator drauf mit gegroovt. Und ja, warum mache ich das jetzt eigentlich? Ich wollte mal nachfragen, wenn einer Vorschläge hat zum Axtkopf und kann die gerne in die Kommentare schreiben, weil das ist die erste Axt, die ich baue. Das Teil soll auch als Notmesser dienen, dass man hier um den Griff greifen kann, hier in dieser Aussparung und hier mit schneiden. Jo, das wäre so mal ein kurzes Update zu dem Bau der Axt. Die wird jetzt morgen ausgeschnitten, wird gebohrt und dann gehe ich an den Griff, bevor ich die Schneiden hier anarbeite. Jo, schreibt mal einfach mal drunter, was ihr davon haltet und freue mich über jeden Kommentar. Verbesserungsvorschläge sind durchaus erwünscht. Jo Leute, das wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Bis zum nächsten Mal, denne. Tschüss.